Und er wird nicht klingen. Und er wird nicht klopfen. Und er wird dir keinen Brief vorher schicken. Und er wird sagen, hör mal zu, nächste Woche werde ich vorbeikommen. Das gibt es nicht. Da kommt einfach, deswegen nennt man den Tod der stille Amam. Er redet nicht mit dir, wenn er kommt. Er klopft nicht. Er ruft dich nicht an. Er kommt und hat seinen Befehl auszuführen. Wie wenn jemand stirbt, die Familie sind alle da und einer liegt am Sterben. Alle am Weinen, am Schreien, am Klagen. Der Todesengel, der guckt sie an, sagt, bei Allah, ich habe niemand von euch seine Versorgung weniger gemacht, sondern ich bin genauso ein Diener wie ihr und ich habe Befehle auszuführen. Und sagt, bei Allah, ich werde immer zurückkommen, bis keiner mehr von euch übrig bleiben wird. Und der Gesandte Allah hat gesagt, wenn sie ihn sehen würden, die, die weinen an deren Toten, wenn sie den Engel des Todes sehen werden, sie werden deren Toten vergessen und sich selber weinen. Die Lage ist nicht einfach. Nicht wie ihr denkt und wie wir denken. Heute ist die Lage so einfach für uns, weil wir gar kein Wissen haben über den Tod. Wir haben gar kein Wissen über die Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gar kein Wissen über die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wir haben kein Wissen. Und wenn wir das Wissen haben, das Wissen sitzt im Kopf und nicht im Herzen. Wir müssen die Gewissheit haben, dass das, was Allah sagt und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über die Strafe gesagt haben, ist wahr, ist haq. طلبوا نموت.